Die Gefahr, wenn man das am Kopf anfasst und den knickt, ist natürlich, dass der Kopf abbricht. Deswegen, man hebelt es mit dem Messer so ein bisschen. Spargelernte ohne Helfer. Am besten wäre ja, wenn hier nur Leute aus unserer Gemeinde hast, die kommen mit dem Auto zum Feld, stecken den Spargel, hauen wieder ab, ne? Ach schön. Die Beamten können ja auch mal helfen kommen. Die können ja anscheinend sowieso nicht alle Homeoffice machen, weil die Server nicht reichen. Es war einfach bewegend, ne? Dieses Gefühl, oh, die wollen uns jetzt alle helfen, das ist schön. Ärmel hochkrempeln, Kopf hoch und in die Zukunft schauen. Und das wird schon werden. Und wir schaffen das gemein. Ganz im Norden Mecklenburgs, in der Nähe der Insel Pöhl, der Sabelhof. Auf insgesamt 15 Hektar bauen sie hier Spargel an. Doch wegen der Corona-Pandemie dürfen die Erntehelfer aus Bulgarien nicht einreisen. Darum versuchen sie hier Zeit zu gewinnen. Anhäufeln, das machen sie normalerweise Mitte März. Sebastian Böckmann führt den Hof. Wir hätten auf jeden Fall im diesem Jahr diese Arbeiten vor 14 Tagen schon abgeschlossen gehabt, weil wir eigentlich den Plan hatten, zu Ostern Spargel zu haben. Aber es hat sich ja vor 14 Tagen schon abgezeichnet, diese Situation mit dem Coronavirus, dass wir eventuell Schwierigkeiten bekommen werden, die Erntehelfer hier ins Land zu kriegen. Dementsprechend haben wir uns schon bewusst dafür entschieden, das ein bisschen hinauszuzögern, um dann vielleicht doch das irgendwie mit anderen Optionen zu bewältigen, die Arbeit. Gerade einmal zwei der bulgarischen Erntehelfer haben es nach Nantro geschafft, bevor die Grenzen geschlossen wurden. Eigentlich sollten jetzt 30 Helfer hier sein. Schon seit Jahren läuft ohne osteuropäische Erntehelfer fast nichts. Ich weiß ja, mein Vater, die haben ja schon vor 15 oder 20 Jahren, die haben es ja mit deutschen Leuten angefangen, nach der Wende sowieso. Aber es hat sich ja dahingehend entwickelt, dass es einfach nicht mehr funktionierte. Die Leute bekommen von anderen Seiten viel Geld, brauchen das nicht mehr, diese schwere Arbeit nicht mehr. Und für die Osteuropäer als Beispiel, die Leute, die bei uns kommen, ich glaube, das, was die in den 8 oder 10 Wochen hier verdienen, das ist deren Jahresgehalt. Und das ist eine riesen Motivation für die, hierher zu kommen. Und die haben richtig Lust und die verdienen sich halt richtig was dazu. Und das ist eine große Motivation. Und so eine Motivation können wir den Deutschen einfach nicht geben. Auf dem Sabelhof kommen die Erntehelfer aus Bulgarien. Schon zum 4. Mal ist Kostadin Bantschew hier. Angst vor dem Coronavirus hat er nicht, aber vor den Folgen. Es ist nicht so gut für mich, denn ich komme ja jetzt auch nicht nach Bulgarien. Wenn die Saison vorbei ist, sind die Grenzen hoffentlich wieder offen und ich komme nach Hause. Bernd Sandmann ist der Senior auf dem Sabelhof. Vor knapp 3 Jahren hat er den Betrieb an Sebastian übergeben. Und kam natürlich hinzu, 2017, ein sehr nasses Jahr. Gut, das war mein letztes Jahr. Aber für Sebastian praktisch der Anfang. 2018, 2019 sehr trocken. Und wir haben immer gesagt, schlimmer kann es nicht werden. Und diesmal jetzt der Corona-Virus. Also die Probleme hören eigentlich nicht auf. Auch selbst für unser Familienunternehmen bringt das natürlich sehr große Probleme und Stresssituationen mit sich. Der Hof Denissen in Wöbbelin bei Ludwigslust. Spargel auf mehr als 60 Hektar. Auf einigen Feldern hat Rudi Denissen Folientunnel gebaut. Eine Art Gewächshaus für den Spargel. Nee. Nix. Damit der Spargel nicht überall gleichzeitig sprießt, versuchen die Landwirte, das Spargelwachstum zu steuern. Folientunnel zum Beschleunigen, schwarze Folie für mittleres Tempo und weiße Folie zum Verzögern. So strecken sie die Spargelernte auf 3 Monate. Aber guck, wenn wir jetzt nichts tun, denn das wächst jetzt gegen der Folie und dann geht der Kopf kaputt. Ja, ich müsste noch ein bisschen mehr gucken, aber das wäre vielleicht besser, wenn wir einmal durchgehen, dann hat man auch mal ein bisschen eine Idee.
wie viel oder wie weit wir noch von ab sind. Wenn es richtig warm wird, braucht er in Wörbelin 70 Erntehelfer. 50 fehlen noch. Im Moment habe ich keine Trümpfe. Also es werden welche, ja, wir haben ja ein paar Leute, aber wie das jetzt funktioniert aus unseren eigenen Reihen, werde ich auch noch ein bisschen was mobilisieren können. Aber wir werden nie diese 70 Menschen, die ich wirklich brauche, wenn es heiß wird. Das ist aber eigentlich in der Regel erst so ab Anfang Mai, dass wir echt die volle Mannschaft brauchen. Für 7 rumänische Erntehelfer konnte Rudi Denissen Flugtickets buchen. Gerade noch rechtzeitig vor dem Einreisestopp. Doch wie geht es weiter? Die Hofläden, Supermärkte, eigene Hütten. Selbst wenn der Spargel geerntet wird, wie ihn dann verkaufen? Die Leute sollen ja wegen Corona kaum noch vor die Tür. Alle 300 Restaurants, die Denissen eigentlich beliefert, sind geschlossen. Jetzt muss er aus dem Hofladen einen Online-Shop machen. Eine Internetagentur soll helfen. Jetzt momentan ist es leider ja das Problem, dass viele ihre Waren nicht verkaufen können. Das betrifft auch die regionalen Produzenten von Lebensmitteln über Töpfereien bis hin zu Schneidereien. Das ist ja, eigentlich ist da ja jeder momentan nicht vorgefeit. Um Finanzen, Marketing und Personal kümmert sich Rudi Denissens Frau Michaela. Bei Lebensmitteln wäre das ein bisschen anders, das wäre ein Extrapaket. Wir sind ja sonst die Gastronomen immer abgefahren. Und die Logistikkette, sag ich mal, die haben wir. Und ich weiß nicht, also vielleicht funktioniert es, dass wir, ne, Leute können ja im Voraus bezahlen und wir liefern. Natürlich ein Riesenaufwand, das ist auch ein Mindestbestellwert, müssen wir da einbauen, weil sonst lohnt es nicht, da durch die Gegend zu fahren. Man kann sich ja auch mit den Nachbarn zusammenschließen. Ich verlange ja nicht, dass einer alleine für 50 Euro Spargel isst, aber man kann ja auch, oder seine Eltern oder Schwiegermutter, man kann sich ja, ich sag mal, kleine Einkaufsgemeinschaften bilden. Es ist vielleicht eine Chance. Es muss natürlich jetzt alles Hals über Kopf entstehen, aber das können wir schon. Wir haben ja tatkräftige Unterstützung, das werden wir schon hinkriegen. Da können Sie locker 500, 600 Euro immer rechnen. Auf dem Sabö-Hof in Nantro bei Neubuko sammelt Seniorchefin Ruth Sandmann-Böckmann die Eier des Tages ein. In 2 mobilen Ställen halten sie hier freilaufende Hühner. Die Menge der Eier ist wie immer, trotz Corona. Aber wegen Corona gibt es weniger Kunden. Die 2 Hofläden der Familie dürfen zwar öffnen, es kommen aber kaum noch Leute, die hier regionale Produkte und selbstgemachte Wurst kaufen. Der Hofladen lief bisher gut, weil die Kunden auch zum Essen hergekommen sind. Das Restaurant ist aber wegen Corona geschlossen. Eine solche Krise haben sie hier noch nicht erlebt. Und auch die Gründer des Hofes vor fast 200 Jahren wohl nicht. Sebastian und seine Mutter haben den Hof auf einer Online-Plattform für freiwillige Erntehelfer angemeldet. Wir haben hier ganz viele Leute aus Berlin, Studenten aus Chemnitz, Dresden. Die Frage ist, kommen die überhaupt in Mecklenburg hier rein? Also sicherlich, der eine sagt, das geht, kein Problem, wenn sie einen Arbeitsvertrag haben, aber ist das wirklich so? Denn da viele Studenten, die bis 20. April studienfrei haben, was ist nach dem 20. April? Fängt die Studium wieder an, dann sind sie alle weg. Ist auch schiede. Am besten wäre ja, wenn hier nur Leute aus unserer Gemeinde hast, die kommen mit dem Auto zum Feld, stechen ihren Spargel, hauen wieder ab, ne? Tag schön. Hallo. Hallo. Das wäre natürlich das Beste, aber dass wir auch diese hygienischen Aspekte, dass wir da irgendwie nicht Schwierigkeiten kommen. Kann ja auch sein, dass wir jetzt hier ganz viele Leute ran organisieren. Auf einmal haben wir einen Corona-Fall und der ganze Betrieb ist in Quarantäne. Was ist denn? Solche Fragen stellen sich viele Landwirte in diesen Tagen. Auch im Betrieb von Rudi Denissen. Für die Hofläden wird eingekocht. Im Restaurant Himmel und Erde in Wörbelin arbeiten sonst 14 Leute. Seit Mitte März ist zu. Rudi Denissen nutzt die Gelegenheit, verteilt Arbeiten, für die sonst nie Zeit ist. Ich habe hier die Rabbiner hingestellt. Die sind mit Magnet fest. Die kann sie alle rausziehen und dann mal schön alle sauber machen und wieder reinklicken. Die kannst du so. Ja. Ich zeig dir.
wszystko ładnie wymyć i wsadzić z powrotem. To jest na magnes. Überall, wo du sonst nicht hinkommst. Den ganzen Balken auch sauber machen. Mhm. Mit Chuchaka? Nee, das war Föhn. Odkuvac. Odkuvac. Wir haben hier zusammengesessen, obwohl das eigentlich schon nicht mehr durfte. Abends um 6 Uhr mussten wir zumachen und haben gesprochen und da war sofort eine große Bereitschaft, also eigentlich von allen, irgendwas anderes hier bei uns im Betrieb zu machen. Also wir versuchen das Beste, dass wir alle irgendwie in die Gänge halten können. Ziel, keine Kurzarbeit, keine Entlassungen. Die Tomaten bei Denissen sind schon reif. Annika Blumenthal ist eigentlich Kellnerin. Die Spargelstechen kommt wahrscheinlich auch noch. Tomaten, Erdbeeren im Gewächshaus. Ja, passt. Wir sind froh, dass wir Arbeit haben. Ne? Jeder hat seine Ausgaben. Daher dankbar überhaupt, dass die Chefin sagt, nicht Kurzarbeit oder irgendwas. Wir dürfen beschäftigt bleiben, wir sind froh. Schwerins Innenstadt. Einer von drei Läden der Denissens. Draußen hinter dem Geschäft plant Rudi Denissen schon länger, eine Lagerfläche einzurichten. Dafür war nie Zeit. Gemüsekisten und andere Waren sollen hier später abgestellt werden. Die geplante Umzäunung können in diesen Tagen seine Köche errichten. Denn für wen sollten sie im Moment kochen? Hier hatten wir die 21er. Ja. Wie wollen wir das denn hier machen, die Steine? Ja, die wollen wir auch flexen, ne? Und dann müssen wir mal gucken. Ja, aber die Gäste nicht so einfach rausgefriemelt. Ja. Das ist immer, das sieht immer einfacher aus, wie es ist. Ja, das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Irgendwie. Gut, okay, da verlasse ich mich mal drauf. Ne? Ja, das wird. Das wird. Aber das so ist gut, wenn das so überall funktioniert. Eigentlich wollte er hier sein selbst hergestelltes Eis unter die Leute bringen. Der Niederländer Denissen hat aber eine Idee. Zusammen mit seiner Mitarbeiterin Tatjana Kurucovic baut er den Eistresen ein bisschen um. Und schon wird ein Spargelstand draus. Anstehen an frischer Luft mit Abstand ist besser als im engen Laden. So zu wollen? Ja. Und aber ich weiß nicht, ob das so. Ich dachte, also wenn wir hier sowieso kein Eis verkaufen können, dann können wir ja hier, wir haben ja hier diesen Geldentsorger, also kannst du komplett berührungslos. Gut, den Spargel müssen wir anfassen, aber da wird ja in der Regel gekocht. Sollte man tun, obwohl das nicht alle wissen. Und denke ich, dass wir das noch ein bisschen nutzen können hier, die vorgefundenen Sachen, die wir haben, ne? Komm, mach zu. Zum Saböhof in Nantrow im Norden Mecklenburgs gehört auch ein Rotwildgehege. Auf 30 Hektar leben knapp 200 Hirsche. Aus ihrem Fleisch und dem der Schweine, die sie hier halten, machen sie Wurst. Normalerweise werden in der hauseigenen Fleischerei 42 verschiedene Produkte hergestellt. Jetzt arbeiten sie hier aber nur noch 2 Tage pro Woche. Von den 10 Festangestellten auf dem Hof sind momentan 4 in Kurzarbeit. Für die Spargelsaison hat Ruth schon Verkäufer für die Buden eingestellt. 30 Leute, die meisten Rentnerinnen. Da kommen immense Kosten. Wir wissen ja auch noch nicht, wie wird es sein. Kriegen wir den Spargel überhaupt geerntet? Können wir ihn verkaufen? Bleiben die Vereinbarungen, die man mit den Ketten geschlossen hat, so bestehen, dass wir vor den Märkten verkaufen können? Die Hygienevorschriften im Verkauf einzuhalten, die derzeit notwendig sind, das, denke ich, ist das geringste Problem. Und wir müssen einfach schauen, wie es weitergeht.
In der Spargelzeit reichen die Plätze im Restaurant nicht aus. Darum die Pagodenzelte im Hof. Ein drittes ist bestellt. 15.000 Euro haben sie dafür bezahlt. Rudi Denissen lässt unterdessen seine Verkaufsbuden aufstellen. 13 Stück sind es insgesamt, die für die kommenden Monate an verschiedenen Supermärkten zwischen Beutzenburg und Parchim stehen. Er weiß zwar noch nicht, wie viel Spargel er hier verkaufen wird, eines ist aber sicher. In diesem Jahr wird es ihm nicht an Verkäufern mangeln. Seine 100 festangestellten Mitarbeiter sollen ja beschäftigt werden. Denn irgendwann ist alles geputzt und auch der Zaun steht. In diesen Buden sollen ab Mai außer Spargel auch Erdbeeren, Tomaten und Gurken verkauft werden, wenn sie denn geerntet werden. Nee, wie viel musst du noch? Drei. Weit weg? Brauche ich im Hagenau und Ludwigslust. Kraftfahrer Olli verteilt die letzten drei Buden. Auf dem Hof in Wörbelin widmen sich die neuen Erntehelfer unterdessen den Erdbeerpflanzen. Wie ist jetzt hier der Stand bei den Erdbeeren? Ich dachte, das wäre fast fertig. Ja, weil hier ist jetzt eine ganze Armee. Ich dachte, hier sind vier Leute heute. Ja, dann warte ich eben auf dich. Tschüss. Unsere ganz neue Kräfte hatten nach Einweisung das fertig gekriegt, die so zu pflanzen. Also mit den grünen Blättern in der Erde und die Wurzeln nach oben. Und deshalb die neue App. Die neue Betriebs-App, alles mit bunten Bildern. Wie pflanze ich Erdbeeren, wie steche ich Spargel, wie mache ich dies, wie mache ich das. Diese neue App entsteht aber erst. So lange muss ich Denissen auf sein Stammpersonal verlassen. Wann wirst du morgen anfangen, die Spargel stecken? Ja, eigentlich erst um 8. Ach so. Weil es soll ja wieder frieren. Und es ist sowieso ganz wenig, also vor 8 werden wir da nicht anfangen. Dann sage ich Valé noch Bescheid, dass er seine Leute mobilisiert. Ja, diese ist da schon. Und dann behältst du nur hier. Ja, die drei. Ohne Beata. Ohne Beata, Beata geht zum Hedergarten mit Annika, ja. Morgen. Der Sabelhof in Nantrow wird, Corona hin oder her, besuchsfein gemacht. Sebastians Frau Ina Böckmann hilft nach ihrer eigentlichen Arbeit in der Amtsverwaltung. Im Büro kontrolliert Ehemann Sebastian, ob es Neuigkeiten auf den Online-Plattformen für freiwillige Erntehelfer gibt. Ich bin gerade dabei, mir das irgendwie einen Überblick zu verschaffen über die gesamten Anfragen, die wir seit gestern bekommen, zwecks Erntehelfern. Und Hilfsangebote von Leuten, die jetzt nicht in Arbeit sind, die einfach solidarisch uns helfen möchten. Und da muss ich jetzt natürlich schauen, welche Leute geeignet sind. Die Frage ist natürlich, wissen die Leute überhaupt, auf was sie sich da einlassen? Das ist so die große Gefahr. Wenn wir jetzt 50 Anfragen haben, wir stellen 50 Leute ein und die Gefahr ist natürlich da, was wir befürchten, dass die nach 2 Tagen Spargelstechen nicht mehr auf dem Feld, nicht mehr zum Spargelstechen kommen, weil die doch die Arbeit unterschätzen. Müssen wir sehen. Wir müssen im Vorfeld mit denen sprechen. Wir schicken denen auch Schulungsvideos, damit die im Vorfeld schon sehen, was sie zu tun haben, damit sie auch ein gewisses Gefühl dafür bekommen und hoffen dann, dass das funktioniert mit den Leuten und die sich dann nicht überschätzen. Für seine 60 Hektar in Wörbelin braucht Denissen normalerweise 70 Erntehelfer. Sie bekommen Mindestlohn, 9,35 Euro pro Stunde plus Leistungsprämien. Weil er aber nicht weiß, wer in diesem Jahr bei der Ernte hilft, hat er Tatjana und seinen Sohn Max gebeten, ein Video für die geplante App zu drehen. Für die 9 sagen wir immer, die müssen buddeln. Etwa so 10 cm graben. Wenn du ein bisschen erfahren bist, merkst du das auch, was für ein Spargel du stichst. Ob du die Stange stichst, die du gerade siehst, oder ob du eine andere getroffen hast.
Dann, ja, die anderen, die haben hier eine Linie, circa, um zu wissen, wie tief die in den Damm rein müssen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Zack. Die App soll später nur aus Bildern bestehen und ohne Text funktionieren. Die Gefahr, wenn man das am Kopf anfasst und den knickt, ist natürlich, dass der Kopf abbricht. Deswegen, man hebelt das mit dem Messer so ein bisschen. Also wenn der Spargel hier so drin ist, ja, nicht so ziehen, sondern ein bisschen hoch und dann kommt er raus von alleine schon. Super. Dann wird geguckt. Passt, passt nicht, wenn nicht passt. Jeder Erntehelfer hat ein Smartphone. Das muss einfach funktionieren. Zack. Alle in eine Richtung, die Köpfe. Ja. Hey, na, gut aus? Na? Alles gut? Ja, ja, gut. Gut, gut. Also, ist gut, dass wir heute stechen. Viel länger hätten wir nicht warten sollen. Nee, ne? Nee, nee. Das ist der Spargel, der guckt teilweise schon echt lang, weit raus hier. Vor allem auf der Sandkuppe. Das ist viel. Ja, das macht viel aus, ne? Hier. Ja, der helle Sand. Was schätzt du, was kommt zusammen? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Wenn die pro Kiste 10 Kilo reinpacken, jeder zwei Kisten voll, circa anderthalb, oh, so, dann ist doch schon mit 13 Schauen. Leuten, kommt schon ein bisschen was zusammen. Denn. Schauen wir mal. Osteuropäische Erntehelfer stechen pro Tag etwa 100 Kilogramm Spargel, sagt Dennison. Ein Deutscher schaffe oft nur 20 Kilo. Und nicht nur deshalb hält er nichts von Ideen wie Rentner oder Studenten auf die Felder zu schicken. Wir haben ja Erfahrung genug mit, ich sag mal, Leute, die dies nicht unbedingt des Geldes wegen machen müssen, sondern nur mal helfen wollen oder mal gucken und sich anbieten. Das ist alles gut, ist alles super. Aber ich brauche hier auch was Beständiges. Ich brauche hier Leute für 100 Tage Ernte und nicht heute die und morgen die und morgen die. Ich brauche immer eine komplette Ausrüstung für jeden. Die müssen Unterkunft haben, die müssen auch sonntags arbeiten. 7 Tage die Woche muss ich mich darauf verlassen können, dass Leute da sind. Und da sehe ich in diese ganzen, ich sag mal, angedachten Lösungen, die heutzutage ja mehrmals am Tag irgendwas Neues präsentiert wird, ist für mich nicht seriös. Ja. Okay. Warte jetzt. Auf einem der beiden Spargelfelder des Sabö-Hofes sollen heute die Abdeckfolien mit Sand beschwert werden, damit sie bei Wind nicht wegfliegen. Ein erster Test für die freiwilligen Erntehelfer. 25 Leute sind es. Studenten, Arbeitnehmer aus anderen Firmen, die in Kurzarbeit stecken, Rentner und Verwandte. Und natürlich die beiden bulgarischen Erntehelfer. Zehn Kilometer Folie müssen sie befüllen. Etwa 2 Tage werden sie dafür brauchen. Ich bin tierisch froh, dass wir so viele Helfer gefunden haben, auch so kurzfristig, weil das ja jetzt eine spontane Aktion war. Wir haben viele Fremde dabei, die ein bisschen reinfühlen wollen und auch die Landwirtschaft unterstützen wollen. Es ist auch viel Familie da, von meiner Schwiegermutter bis meine Mutter, die ist auch mit dabei, mein Bruder, die unterstützt und alle, mein Schwager, sind wirklich alle dabei, die helfen wollen und das ist echt schön. Und dann ist es auch keinem zu schade, morgens um 8 hier schon auf dem Feld zu stehen und Sand zu befüllen. Das ist echt gut. Und auch der Hofsenior Bernd Sandmann packt natürlich mit an. Schwiegertochter hat Ihnen erzählt, dass wir 18 Kilometer hier haben. Haben wir auf Folie ausgelegt, 18 Kilometer. Aber man muss das ja mal 2 rechnen. Die Folie muss von beiden Seiten befüllt werden. Also 36 Kilometer. Naja, da war die Motivation gleich nochmal so groß. Unter den Freiwilligen ist auch die 23-jährige Anne Schreier. Sie stammt aus Schleswig-Holstein und studiert eigentlich an der Hochschule Wismar. Und dann habe ich das gefunden, den Hof, weil das war das nächste dran für mich. Und ich wollte gerne Geld verdienen, wenn ich jetzt quasi keine Uni habe. Und ja, dann dachte ich mir, versuche ich es mal. Und wie ist die Arbeit? Also, bisher ganz gut. Aus Kühlungsborn ist Markus Keutz-Steusloff heute zum Arbeiten hier. Er ist Küchenchef, wegen Corona aber in Kurzarbeit. Deshalb bekommt er im Moment etwa 1.300 Euro im Monat. Damit muss er eine vierköpfige Familie versorgen. Ich tue es für meine Kinder auch mit. Also
man muss ja irgendwann Geld kommen. Ne? Wenn man nur bei 67% Kurzarbeitergeld ist, wird es dann am Monatsende schon ziemlich eng werden. Und darum muss man halt zusehen, dass man für sich und seine Kinder und vor allem für die Kinder, dass sie davon am wenigsten Schaden nehmen. Sie sind bei mir zum Glück noch klein, sie merken das zum Glück noch nicht. Aber ja, man sollte sich halt drum kümmern. Auch nach dem Probearbeiten wird der Koch jeden Tag wieder aufs Feld kommen. Ich glaube, jetzt in den letzten 3 Tagen habe ich über 180 E-Mails bekommen. Und ich hatte mich zu heute Morgen um 8 Uhr mit, glaube ich, 30 Leuten verabredet. Und ich glaube, 14 sind gekommen und keiner hat abgesagt. Ja, das lässt natürlich vermuten, dass viele mit dem Mund groß sind, erstmal auch euphorisch sind und dann auch irgendwo helfen wollen und höchst motiviert sind. Aber am Ende sprechen die Taten andere Worte. Also erstmal sagen, hier kommt um 8, dann weißt du schon, wer da ist, ist okay. Wer heute Abend dann hier 16 Uhr noch lächelt, dann weißt du, ah, cool, die kann man gebrauchen. Erstmal zum Mittagessen sorgt die selbstgemachte Soljanka von Ruth für lächelnde Gesichter. So. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Ich muss ganz ehrlich sagen, als die ersten Autos heute Morgen auf den Hof fuhren, das war einfach bewegend. Ne? Dieses Gefühl, oh, die wollen uns jetzt alle helfen, das ist schön. In Wöbbelin sortieren sie bei Denissen den allerersten Spargel der Saison 2020. Immerhin 100 Kilogramm am ersten Tag. Die aktuell niedrigen Temperaturen spielen ihnen noch in die Hände. So schaffen es die wenigen Erntehelfer gut. In ein paar Wochen wird es aber mit dem aktuellen Personalbestand nicht mehr gehen. Dann haben sie hier täglich mehrere Tonnen Spargel. Wie teuer der Spargel in diesem Jahr wird, ist noch offen. Denissen beginnt erst einmal mit den gleichen Preisen wie im vorigen Jahr. Ob das so bleibt? Ich bin ja auch nur, ich sag mal, ein kleines Licht in diese ganze Erntehelfer-Problematik. Es gibt ja ganz andere Betriebe, wo wirklich Tausende Leute arbeiten und ich denke, wir kriegen es schon irgendwie geschaukelt. Ich wäre eigentlich auch mal so für, die Beamten können ja auch mal helfen kommen. Die können ja anscheinend sowieso nicht alle Homeoffice machen, weil die Server nicht reichen. Inzwischen fordert sogar die EU-Kommission, Erntehelfer als systemrelevant einzustufen und wieder frei reisen zu lassen. Deutschlandweit fehlen etwa 300.000 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Die EU-Staaten müssen sich aber schnell einigen, um die Ernte der Spargelbauern in Norddeutschland noch zu retten.